Bauen Sie dann die Dinge in Ihr Leben ein, die Sie brauchen. Dann brauchen Sie sich keine Sorgen, um Geld zu machen und wissen, dass die guten Dinge kommen werden. Lesen Sie Sachbücher. Vielleicht haben Sie einen Mentor oder beschäftigen sich mit irgendeinem Thema. Und in diesem persönlichen Wachstum laden Sie nicht nur mehr finanziellen Erfolg in Ihr Leben ein, sondern was noch wichtiger ist, Sie fangen Tugenden an zu entwickeln. Sie wachsen in Ihrem Herzen, Ihr Mut wächst und dabei schmelzen Ihre Sorgen. Sorgen, das wissen wir alle, sind schlecht. Sie helfen einem kein Stück weiter. Wir übernehmen dadurch nicht mehr Verantwortung. Sorgen verschleiern einem nur den Blick, trüben die Gedanken. Was wir also als erstes erkennen müssen, ist, dass es möglich ist, ein unbesorgter Mensch zu sein. Es ist jeden Preis wert, dieser friedliche Mensch mit klarem Verstand zu werden, nicht wahr? Es ist jeden Preis wert, wenn es einen Preis zu zahlen gibt, um unbesorgt zu sein, dann ist es wert, ihn zu bezahlen. Dass Sie, wenn es zu Ende ist, zurückschauen und erkennen, dass diese Zeit, auch wenn Sie gelangweilt waren, krank, Ihr Geschäft nicht gut gelaufen ist, Sie vielleicht in Kurzarbeit waren oder Ihren Job verloren haben, gut für Sie war. Und Sie aus dem Kampf und dem Leiden als neuer Mensch herauskommen. Sie haben etwas Großes verloren, auf das Sie sich gefreut haben. Das, was Sie verloren haben, 10-fach, 100-fach zurückgeben wird. Ihre Verluste sind vorübergehend. Schauen Sie nicht auf das, was Sie verloren haben, sondern auf das, was Ihnen geblieben ist. Und ich glaube, genau so etwas kann diese Krise für Sie sein. Vielleicht ist Ihnen langweilig, vielleicht sind Sie frustriert oder streiten mit Ihrer Familie, Ihren Mitbewohnern oder sind wütend auf die Regierung. Oder wütend auf die Leute, die wütend auf die Regierung sind. Wie Sie sich auch fühlen mögen, bleiben Sie ruhig. Lächeln Sie weiter. Behalten Sie die Hand am Pflug. Und vertrauen Sie darauf, dass Sie aus diesem Kampf als besserer Mensch hervorgehen. Denken Sie an alle guten Filme, die Sie kennen. Jede gute Geschichte, die Sie gehört haben. Meistens handeln sie von einem Kampf. Die Kämpfe sind unterschiedlich, aber das Motiv jeder guten Geschichte ist ein Held, der einen Kampf durchleidet und am Ende neugeboren herauskommt. Er ist ein neuer Mensch. Meistens kommt er zurück und die Leute erkennen, dass der Held durch diesen Kampf verändert wurde und jemand Besseres wurde.